Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eladum zu einem neuen Part Pokémon Let's Go Evoli mit dem Zwergenfürst. Spielen wir es noch, solange es noch geht. Solange es noch geht, machen wir noch Let's Plays. Ja. Am vergangenen Dienstag. Ihr wisst Bescheid, ich will es jetzt auch nicht lange thematisieren. Ist etwas Bestimmtes passiert. Und das, ja, wahrscheinlich die Zukunft dieses Kanals in Frage stellt. Aber ja, noch geht's. Also stehen wir. Pokémon Let's Go Evoli mit dem Zwergenfürst im Let's Play aus Lavandia. Und da reden wir gleich mal mit dem kleinen Mädchen hier. Was hat die zu sagen? Du weißt was? Im Pokémon-Turm soll man nicht zu laut sein. Und so. Das sagt Mama immer. Okay. Ich suche eigentlich noch die Person mit der weißen Hand. Da gab es zumindest in Pokémon Gelbe Edition in den ersten Let's Plays, also Quatsch, nicht in Let's Plays, sondern in der ersten Generation gab es da hier irgendwo, ich glaube hier stand so im klassischen Spiel, der Person, die dir irgendeine gruselige Geschichte von einer weißen Hand erzählte, auf deinem Rücken. Naja, schauen wir uns heute mal in Lavandia City um. Die Stadt ist für ihre Pokémon-Ruhestätte bekannt. Trainer bringen ihre verstorbenen Pokémon in den Pokémon-Turm und gedenken ihrer dort. Ja, die verdorbenen Pokémon. Ja, was nicht alles gibt. Pokémon-Clubhaus, ehrenamtliche Arbeit aus Verbundenheit. Ja, alles gar nicht mehr so spooky. Obwohl, warten wir mal, bis wir an den Lavandia-Turm kommen. Das hier ist Mr. Fujis Haus. Er ist sehr fürsorglich. Er kümmert sich um ausgesetzte und verwaiste Pokémon. Okay. Da kegelt gerade jemand über mir in der Wohnung. Nido! So, was ist mit dir? Seltsam, Mr. Fuji ist nicht zu Hause. Wohin mag er gegangen sein? Ich glaube, ich weiß, wohin er gegangen ist. Und ich glaube, ich weiß auch, wie wir da hinkommen. Das haben wir, glaube ich, in Pokémon Gelbe Zone schon mal gemacht. So, großes Pokémon-Gewinnspiel des Montagsmagazins der Pokémon-Freund. Mal sehen, die Teilnehmerkarte. Nanu. Sie wurde schon ausgeschnitten. Tja, dann können wir wohl nicht beim Gewinnspiel mitmachen. Na komm. Der Fernseher ist kaputt. Der lässt sich nicht anschalten. Ein Enton. Ton. Dich nenne ich Toni. Was für eine schöne Musik. Im kleinen Städtchen Lavandia. Glaubst du an Gespenster? Das ist eine schwere Frage. Also ich glaube nicht direkt an Gespenster, aber ich halte es schon nicht für unmöglich, dass es... Also ich denke, es ist sehr gut möglich, dass die Menschen schon irgendwie eine Spur hinterlassen, dass halt irgendwie... Dass du zum Beispiel, wenn du jemanden geliebt hast, im Leben, also wenn du deine Mutter oder deinen Vater oder deine Oma oder deinen Opa verloren hast, wenn die gestorben sind, dass das sein kann, dass die irgendwie noch bei dir sind. Also, ja,
dass die irgendwie noch existieren, dass da irgendwie Existenzen noch vorhanden sind. Also dass das vielleicht nicht gerade Gespenster, aber ja, und wieso nicht, dass die noch bei dir sind. Versteht ihr? Ja, genug darüber gelabert. Ich sag mal ja, wenn das nicht ganz stimmt. Es gibt also Leute, die an sie glauben. Okay, und was passiert, wenn ich Nein sage? Ach, natürlich nicht. Und die weiße Hand da auf deiner rechten Schulter, bilde ich mir nur ein? Stimmt's? Ach, da ist die weiße Hand. Die weiße Hand, von der wir geredet haben. Genau das wollte ich. Genau das habe ich vorhin gesucht. Die weiße Hand auf deiner Schulter. Und ich glaube, im Original kam da noch so ein Schatten hintereinander noch so gesehen. Schnüffel, schnüffel. Ah, der Duft von Räucherstäbchen entspannt. Ja, okay. Nido. Ein Nidoran, weiblich. Okay. Da wären wir also im Verkaufszentrum von Lavandia. Wenn du zusammen mit einem Koop-Trainer kämpfst, kannst du mit zwei Pokémon gegen ein einzelnes gegnerisches Pokémon antreten. Dann bist du klar im Vorteil. So. Herzlich willkommen. Womit kann ich behilflich sein? Ich möchte etwas kaufen. Was hast du denn so im Angebot? Pokémon Superball, Supertrank, Beleber, ja nice. Die können wir gebrauchen. Nein, keine Spezialverteidigung. Beleber. Nach, komm. Beleber. Davon habe ich 0. Dann nehme ich doch glatt. Nein, keine 10. Wie wär's mit 5? Reicht erstmal. So, dann noch ein paar. Ist ja gut. Nicht so trampeln da über mir. Noch brauchen wir keine gruselige Stimmung. Tränke, Supertrank. Na komm, nein. Ach, das gestaltet sich jetzt nicht schwierig mit dem Joy-Con. Der spielt halt irgendwie verrückt. So, das Roulette. Richtig treffen. Was will denn hier auf X-Abwehr? Was will denn hier? Angst? Ah, verdammt, kein Schutz. Habe ich überhaupt noch Tränke in der Tasche? Ja, und ihr so, wie geht's euch heute? Während ich hier vergeblich versuche, einen Supertrank zu bekommen. Vielleicht nicht 15. Mir reichen schon ein paar. Ich habe den Joy-Con wirklich nicht mehr unter Kontrolle. Hilfe. 1. 1. 1. Ich will einen. Ja. Ich möchte gern 7 oder 8. Ja. Na komm. Ach. Ist doch ein Witz. So, haben wir es mal geschafft. Hat eine Ewigkeit gedauert. Ich suche nach Items, mit denen ich im Kampf vorübergehend die Statuswerte meiner Pokémon erhöhen kann. Ja, wollte ich gerade sagen, irgendwas mit X davor. Sie heißen X-Abwehr, X-Angriff, X-Tempo und X-Spezial. Weißt du, wo man sie finden kann? Ja, dort drüben bei dem Typ, wo ich gerade in meinen Lang rumgehangen habe. Da stehen verschiedene Pokémon-Produkte. Da steht nicht Pokémon drin. Da stehen viele verschiedene Produkte. Sprich den Verkäufer an, wenn du etwas kaufen möchtest. Hast du dir Beleber gekauft?
Das sind total praktische Items, mit denen man kampfunfähige Pokémon wiederbeleben kann. Okay. Okay. Dann geht's mal weiter durch Lavandia. Ja, ist mal gut darum. Ruhe hier. Ich nehme gerade auf. Ich drehe gerade. Gib dir immer schön Mühe, wenn du dir einen Spitznamen für den Pokémon ausdenkst. Oder würdest du gerne ein Leben lang mit einem peinlichen Namen rumlaufen? Nee. Das, ja. Aber manchmal gibt man halt den Pokémon schlechte Namen. Und man bereut es dann im Nachhinein. Wenn man dann nach 4-5 Parts, vielleicht auch nach 10 oder 20 Parts sieht, wie man die benannt hat, ja, ist das vielleicht nicht mehr ganz so optimal. Weißt du, was diese Fieslinge von dem Rocket getan haben? Sie haben Knogger entführt, die Mutter von dem kleinen Dragosso, und dass wir uns jetzt kümmern. Ich glaube, keiner hat sie je wieder gesehen. Das dürfte die doch nicht einfach machen. Das dürfen die nicht machen. Tun sie aber. Sie tun es ganz dreist. Okay, haben wir mit dem schon geredet? Haben wir mit dem schon gesprochen? In letzter Zeit sollen im Pokémon-Turm häufig Gespenster herumspuken. Ich glaube, das hat mit den Pokémon zu tun, die von Team Rocket entführt wurden. Die sind nämlich nie wieder zurückgekehrt. Okay. Na dann wagen wir uns doch mal in den Pokémon-Turm. Und den mit den vielen Gespenstern. Pokémon-Turm, hier ruhen Pokémon in Frieden. Rest in Peace. Na dann, hinein mit uns. Ja, die Musik, die war wirklich, ja. Extremen Pokémon Evolution der ersten Generation generell. Bist du hier, um der verstorbenen Pokémon zu gedenken? Was für ein liebes Mädchen. Du hast Herz aus Gold. Ja, okay. So, okay. Da habe ich schon eine Dame gesehen, die ich vielleicht nicht unbedingt sofort ansprechen möchte. Mein Pipi fehlt mir so sehr. Ich kann nicht aufhören zu weinen. Okay, dann höre doch. Oder so. Achso, dann müssen wir sie von mir aus ansprechen. Die alte Dame. Na sowas, du bist aber ein niedliches Mädchen. Willst du etwa den Pokémon-Turm besuchen? Was bist du doch für ein liebes Kind? Da fällt mir etwas ein. Die Pokémon dort freuen sich bestimmt, wenn du ihnen ein hübsches in hübscher Kleidung gegenübertrittst. Du hältst formelles Set von alter Frau. Du verstaust das formelle Set in deinem Klamottenkoffer. Ah, okay. Dann schauen wir mal, wie das formelle Set so ausschaut. Outfit für Blacky und Outfit für Zwergenfee. Ah, formeller Hut. Ui. Edel. Kleidung, formelles Shirt. Habe ich dir jetzt das angezogen? Formelles Shirt. Aha, okay, das sehen wir noch nicht. Ja, komm. Outfit für Zwergenfee, da bin ich jetzt gespannt. Kopfbedeckung. Formelle Kappe in Schwarz. Ach, das wird hier jetzt Traueruniform oder was? Formelles Oberteil. Naja. Sieht eher nach Schulmädchen aus. Nee. Joy-Con. Nein. Böse. Hosen. Formelle Shorts. Ja, das sind nicht die formellen Shorts. Das sah bei den anderen Let's Playern. Wenn das Play dich guckt, haben nicht so problematisch aus. Und das sieht fast schon ein bisschen dramatisch aus. Schwarze Witwe. Formelle Schuhe. Okay. Haben wir auch noch eine formelle Tasche? Nee. Na komm.
Batterie ist leer. Was ein Mist. Können wir die nehmen? Okay. Das dauert ein Weilchen. Bitte haben Sie einen Moment Geduld, liebe Zuschauer. Das wird sich gleich wieder haben. Mit dem Controller nicht zurecht. Nur weil die Bedienung gerade ein bisschen linkshändig ist. Verzeihen Sie diesen Moment. So, ich glaube, jetzt habe ich es verstanden, wie man es bedient. Von meiner Tasche. Okay, ich glaube, jetzt haben wir beide angekleidet. Hat ja lange genug gedauert. So, wie sehen wir aus? Ja, ziemlich schwarz. Es wird hier ein Trauermarsch. Mein Fukano, warum hast du mich verlassen? Alles klar. Der Pokémon-Turm wurde im Andenken an verblichene Pokémon errichtet. Okay, und du? Ich bin eine Exorzistin. Ich spüre eine rastlose Seele über den Turm. Ah, okay, alles klar. Wieder also oben. Selbst wir Exorzistinnen wissen nicht, was es mit all den umhergekommenen Gespenstern auf sich hat. Wenn wir doch nur einen Sliffscope hätten, dann könnten wir die Wahrheit vielleicht auf den Grund gehen. Ja, ein Sliffscope. Haben wir davon schon eins parat? Mit diesem Joy-Con geht's verdammt nochmal besser. Cool. Die Steuerungsprobleme sind auf dem Joy-Con gar nicht so schlimm. Ja, vielleicht sollte ich häufiger damit spielen. Okay. Und da ist Tali, Mordi. Sorry. Du findest ein Elixier. Du verstaust das Item in der Medizintasche. Ich weiß auch schon, wo wir das Silfsco herkriegen. Aber ja, Das braucht noch ein bisschen. Da müssen wir noch ein bisschen vorankommen im Spiel. Die Grabsteine können wir uns nicht anschauen. Nicht? Nein, schade. Oh, da ist Mordi, unsere Rivale. Hey, Zwergenfee! Moment, was machst du denn hier? Sag nicht, dass eines deiner Pokémon... Es ist alles in Ordnung. Puh, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Aber weißt du, womit es noch besser gehen würde? Wenn du mir in einem Kampf zeigen würdest, dass deine Pokémon auch wirklich fit sind. Ein Kampf gegen Mordi, wer hätte es gedacht? Wer hätte es erwartet? Hier in diesem Part, da steht Mordi rum und wir müssen gegen ihn kämpfen. Also das kam jetzt völlig unerwartet. Wahnsinn. Na dann, Flügelschlag. Ich wollte gerade fragen, hält es Pepe aus? Die Antwort lautet nö. Dann wie wäre es denn, wenn die Batterieleistung der Konsole nachlassen würde? Das wäre bestimmt ganz gut. Ah, da sehen wir sie mit der schwarzen Melone. Ja, der Hut heißt Melone. Für alle Kulturbanausen, die das nicht wissen. Das ist eine Melone. Naja, Kultur. Kultur der 40er, 50er Jahre. Wahrscheinlich eher 30er Jahre. Melonen. Ja. Hat was. Ein sehr alt herkommender Stil. Ja, was soll ich sagen? Los, Evoli, Doppelkick. Na komm, das werden wir doch wohl noch zu Ende kriegen. Das Tauburger. Hypertrank, was? Nein, das darf er nicht. Nur wir dürfen Tränke einsetzen. Die Gegner darf keine Tränke einsetzen. Das ist verboten. Nein.
Das geht nicht. Das verbiete ich dir. Molly, das verbiete ich dir. Komplett. Ein fürstliches Verbot. Das Einsetzen von Tränken im Kampf. Nur ich darf das. Meinen Gegner ist das verboten. Bestimme ich einfach jetzt so. Will das nicht eigentlich jeder Pokémon-Spieler, dass die Gegner einfach nichts einsetzen? Hat man es leichter, sie zu besiegen? Na, da haben wir Tauburger besiegt. Da waren es nur noch 3, wenn ich richtig gezählt habe. Na, wie viel hat er? Raichu setzt da ein. Ne, 2 hat er nur noch. Okay. Dann wollen wir natürlich weiterkämpfen. Raichu ist vielleicht ein starker Gegner, aber Jant. Wir versuchen es mal. Flackerbrand ist vielleicht nicht das Beste, aber Sternschauer vielleicht. Das könnte was bringen. Sternschauer, warum wir eigentlich immer mit Evoli kämpfen, das ist ja eigentlich nicht das Optimalste, aber was soll es. Donnerschlag. Oha, Lecky ist gleich besiegt. Na komm, wow, das hat was gemacht. Das ist nice. Lecky ist aber ziemlich geschwächt. Dann vielleicht mal Doppelkick. Na komm. Ich wollte gerade sagen, das wirst du immer noch hinkriegen. Ja. Nix da. Wie wär's denn mit Flix? Der Liebe ist ein Wasser-Pokémon. Der kriegt's doch vielleicht hin. Na komm. So, Aquaknarre, das wird doch wohl was nützen. Ja. Ist das was? Ist das effektiv? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Los, Alpha. Mein Pantimus, der ist jetzt Alpha. Meditation, Konfusion, Duplex-Trieb, Mimikry. Versuchen wir es mal mit Konfusion. Halt's durch! Ihr sagt, halt's durch! Verdammt! Ja, ist wohl noch nicht ganz so stark. Kit. Ich will jetzt hier nicht verlieren. Sag nicht, dass Evoli mein einzig starkes und einzig einsetzbares Pokémon ist. Das willst du doch wohl nicht behaupten. Donnerschlag. Donnerschlag ist eine verdammt effektive Attacke. Ja gut, da hätten wir noch Dicta. Alola Dicta. Ohne Namen. Kampf ist jetzt genau das Richtige. Wie wär's denn mit einem Beleber, den wir gerade eben gekauft haben, auf Blacky? Ja, wäre vielleicht nicht so doof. Jetzt vielleicht noch einen Trank. Oh, der hält's aus. Oder wurde er noch nicht richtig angegriffen? Ich glaube, der wurde noch nicht richtig angegriffen. Einen Supertrank. Davon haben wir genügend noch parat. Blacky wieder komplett aufgeheilt. Da ist es wieder das Aufheilen. Ja. Das ist nur Ruckzuck-Hieb ein. Als wäre mein Dickner gar kein erster Gegner. Woran das wohl liegen mag. Vielleicht ist mein Dickner gar kein ernsthafter Gegner, kein ernstzunehmender Gegner. Tja. Schaufler, na komm. Das bisschen noch. Ja, Raichu besiegt. War es jetzt das letzte Pokémon? Nein, war es noch nicht. Und du, Flor. Erstmal weiterkämpfen und dann schauen wir mal, was Evoli so anrichten kann. So, wie wär's denn mit Schaufler? Vergräbt sich in der Erde. Jo, das ist gut, dann kannst du zumindest schon mal ein bisschen Schaden machen. Na, komm. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Wird jetzt wahrscheinlich im nächsten Zug gleich besiegt. Oder auch nicht. Na komm, vielleicht kriegt das Dick da sogar hin, Stufenlord zu besiegen. Sollen wir gleich mal einen Trank einsetzen?
Die Chance besteht. Rasierblatt. Oh nee, das war's. Jo, aber Schaufler ist verdammt stark. Hätte ich nicht gedacht, hätte ich von Dick da nicht erwartet. Ja gut, dann muss Becky halt den letzten Zug machen und mit ihrem Trauerflor, mit ihrer Melone und ihrem schwarzen Klamotten das Duflor besiegen. Los, Sternschauer. Zack. So, Duflor wurde besiegt. Alles klar. Mordi besiegt. Ich würde sagen, sie sind fit genug. Du gewinnst 2240 Pokémon-Dollar und gehst sicher aus dem Kampf gegen Mordi hervor. Henry war wieder besiegt. Verflixt! Ich habe in der Hitze des Gefechts Dragosso aus den Augen verloren. Hast du schon mal ein Dragosso gesehen? Ja, schon ein paar Mal. Das eine oder andere Mal kam mir so eins schon entgegen. Man erkennt sie an dem Schädel, den sie auf dem Kopf tragen. Das Dragosso eben hat so ausgesehen, als hätte es irgendwas gesucht. Vielleicht finde ich es ein paar Stockwerke weiter oben. Oder ich finde es ein paar Stockwerke weiter oben. Mal schauen. Du findest einen Kapsel-X-Angriff. Du verstaust das Item in der Kampftasche. Jo, und weiter voran geht's. Oh, wen haben wir denn hier? Ich verstehe das nicht, einfach nicht. Warum haben sie ausgerechnet mich zum Dienst im Pokémon-Turm eingeteilt, wo sie doch genau wissen, wie ängstlich ich bin? Ja. Oh, du willst kämpfen? Ich bin aber ziemlich stark. Von mir aus. Ja. Und los geht's. Ängstlicher Trainer-Coach. Tabea von dich aus. Ach scheiße, und ich habe nur noch Evoli am Leben. Ja, ich hätte mal zum Pokémon zum Pokémon-Center gehen sollen, mal mein Pokémon heilen lassen sollen. Aber gut, vielleicht kriegt's Evoli trotzdem hin. Ist ja nur ein Kleinstein. Komm. Zurückgeschreckt, was? Geht's doch nicht. Flache Brand, na komm. Evoli. Flache ist weg. Na komm. Ja. Gut. Verbrennung immerhin etwas. Vielleicht versuchen wir es mal mit Doppelkick. Na komm. Mach das Kleinstein platt. Mach das Kleinstein zu noch kleineren Steinen. Zersteinige es. Zersplittere es. Na komm. Okay, Evoli weicht aus. Okay, nicht schlecht, aber nicht gut genug. Ja, ich glaube, wir werden es nicht schaffen, wenn ich nicht jetzt sofort einen Trank einsetze. Das mache ich mal sofort. Nein. Trank. Super Trank. So. Das wollen wir. Super Trank auf Blackie. Und du setzt jetzt keinen Trank ein. Du setzt keinen Trank ein. Trainer Coach. Nein, nichts da. Du lässt mich dich jetzt besiegen. Ja, ich weiß. Konsole ist alle. Lass mich noch diesen Trainer besiegen. Dann schauen wir mal, wie weit der Part ist. Hey, zweimal hintereinander angreifen, das ist unfair. Hey, ich war noch gar nicht am Zug. So, Kleinstein besiegt. Nice. So, ein paar Erfahrungspunkte. Ja. Deine Fähigkeiten als Trainer jagen mir Angst ein. Du gewinnst 2800 Pokémon-Dollar und gehst siegreich aus dem Kampf gegen die ängstlichen Trainer-Coaches hervor. Ängstliche Trainer-Coaching hervor. Und unser Kampf hat mich ein bisschen abgelenkt. Dafür schenke ich dir ein paar Items, die ich neulich hier gefunden habe. Du erhältst 5 Evoli-Bonbons.
du verstaust sie im Bonbonglas. Ich habe auch ein paar dieser Bonbons, mit denen man Pokémon stärker machen kann. In meinem Bonbonglas sind sie sicher. Okay. Und da sind wir oben angekommen. Ist das schon die Spitze oder was? Hey, Tragosso! Modi, was hast du vor? Es ist nirgends zu sehen. Hm? Was ist das?